Baxel sagt, sie hätten ihren Bruder gerettet. Ich kann meine Dankbarkeit dafür gar nicht in Worte fassen. Ja. Ich bin Esther Yeveth, Stadtwalterin von Techix. Ich werde ihren Aufenthalt hier so angenehm wie möglich gestalten. Das ist lieb. Das Mindeste, was ich tun kann. Ja, danke. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Stadtwalterin Eska. Ich bin Pathfinder Rider von der Andromeda-Initiative. Wunderbar. Wir haben eine Redensart, die lautet, es gibt keine Fremden, nur unbekannte Freunde. Okay. Das ist eine schöne Redensart. Erzählen Sie mir mehr über Techix. Es ist die größte Stadt auf Wurf. Heimat für Hunderte meines Volkes. Wir stellen her, wir handeln und wir versuchen ein gutes Leben zu führen, trotz der Präsenz der Kette. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Und es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre. Was ist mit Aya? Schwefelhaltige Luft. Nichts für mich. Sie nennen sich Stadtwalterin. Was ist das? Techix ist in meiner Obhut. Ich gewährleiste sein Funktionieren und die Sicherheit seiner Einwohner. Commander Dusil und der Widerstand bekämpfen die Kette mit ihren Waffen, mit ihren Fäusten. Ich und die anderen hier kämpfen, indem wir nicht kapitulieren. Wir leben dem Feind zum Trotz. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich will sie nicht länger stören. Sie stören überhaupt nicht. Möge ihr Glück wachsen, Ryder. Okay, danke. So, hier ist jetzt nix. Wir haben auch miteinander gesprochen. Du bist ein Lutscher. Nehmen wir hier raus. Das Terminal. Hilfe bei den Klößen. Aha, was? Aha. Da kann jemand nicht kochen. Halt in der Nachricht, versuche jemand zu finden. Nicht. Schon gemacht. Seien Sie nicht dumm. Tun Sie so etwas nicht. Niemand von hier. Okay, wir haben ihn ja schon gerettet. Ach, das ist da oben. Okay. Sie sind dieser Pathfinder, nicht wahr? Ja. Ich habe von Ihrer Landung gehört. Schön. Willkommen im Aratan. Ich würde Ihnen ja einen Raum anbieten, aber eine Gruppe von Ishara hat gerade den letzten belegt. Okay. Was ist das Aratan? Mein Translator konnte das nicht übersetzen. Was ist ein Aratan? Es bedeutet Schutz vor der Dunkelheit. Es ist eine Herberge für Leute, die nicht auf dem Eis kampieren wollen. Wir sind der einzige Dar, der groß genug ist, um eine anbieten zu können. Also kommt jeder hierher. Ich beherberge Forscher von Ishara, Widerstandspatrouillen und gelegentlich sogar einige von ihren Leuten. Hier waren Menschen? Nein, keine Menschen. Die mit den Stacheln. Turianer. Was? Sie haben die Kälte gehasst. Ich musste sogar die Sonnenwärmer hochdrehen, um sie aufzutauen. Was hatten Turianer hier draußen verloren? Ich habe nicht gefragt. Ich nahm an, sie wären wie Sie und würden dem Widerstand helfen. Sie sind bisher noch nicht wieder zurückgekommen, also sind sie vermutlich noch irgendwo da draußen. Okay, erzähl mir mehr. Wo sind Sie hin? Ich sollte jetzt gehen. Halten Sie sich warm. Turianer. Das muss man uns anschauen. Tag. Wie finden Sie die Koje? Sie ist ein Bett. Das ist besser als in der Kälte. Wirklich ziemlich dunkel, nicht wahr? Ein Glück, dass Marif hier Sonnenlichtlampen hat. Okay, leider keine Infos, wo die Turianer hin sind. Schade. Aber dem kann man nachgehen, das ist gut. Das ist sehr gut. Hallo? Hier drüben ist irgendwo jemand. Hallo, wer bist denn du?
so weit hier draußen. Sie müssen wirklich Mut haben. Wenn jemand meinen Leuten helfen kann, dann Sie. Wobei soll ich Ihnen helfen? Die Cat haben nicht weit von hier einen Dar zerstört. Als Vergeltung, nachdem sie der Widerstand vertrieben hatte. Die Leute wurden entweder getötet oder verjagt. Sie mussten alles zurücklassen. Okay. Können Ihre Leute irgendwo unterkommen? Man kümmert sich bereits um sie. Aber wir stehen jetzt vor einem neuen Problem. Ich bin Historiker und in diesem Dar gab es ein unbezahlbares angaranisches Artefakt. Eine antike Karte von Vought. Ich habe zwei meiner Kollegen losgeschickt, um sie zu bergen. Aber sie sind dort draußen in Schwierigkeiten geraten. Die Cat kam zurück, um die Sache zu Ende zu bringen. Jetzt brauche ich jemanden, der meinen Leuten dabei hilft, sich den Weg freizukämpfen. Oh, das Übliche. Das mache ich. Keine Sorge. Ich werde sie da rausholen. Sie sind unsere Rettung. Ich gebe Ihnen den Nervpunkt des Dar. Mhm. Und bitte beeilen Sie sich. Ja, später. Bitte beeilen Sie sich. Ja, später. So, da ist auch nichts weiter. Ich fürchte, hier geht's raus, ja. Tatsache. Hier geht es raus. Bin ich denn hier? Also einmal quasi hier so durchgelaufen, aber ich muss noch hierher. Ich muss hier hoch, fürchte ich. Und hier draußen ist auch noch jemand. Ah, reden. Gut. Jetzt gucken wir uns nochmal schnell den Rest an. Ja, jetzt zack, zack. Hier irgendwas zufällig. Händler. Ach, wir hatten es ja vorhin, wa? Genau. Gut. Da drüben ist jemand, etwas, jemand. Habe ich das verpasst? Dann bin ich einfach nur vorbeigerannt. Meiner grenzenlosen. Das habe ich gescannt. Du? Hä? Ich habe doch mit dir gesprochen, oder nicht? Pathfinder Ryder. Wie schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Ari Westcheck, Gelehrter und Chronist. Ich habe Ihren bisherigen Weg mit großem Interesse verfolgt. Aha. Chronist. Das heißt, Sie sind so etwas wie ein Historiker, richtig? So ist es. Ohne Erinnerung an die Vergangenheit oder Hoffnung auf die Zukunft sind wir wie Staub im luftleeren Raum. Ja. Das haben Sie schön gesagt. Die Worte meiner Großmutter. Sie hat mich auf diesen Weg geführt. Es ist mein Lebenswerk, jene Ereignisse festzuhalten, die unsere Welt formen. Die Ankunft von Besuchern aus einer anderen Galaxie stellt dabei natürlich eine signifikante Entwicklung dar. Ja, ich hoffe. Dann hoffe ich mal, wir entpuppen uns nicht als signifikant schlechte Entwicklung. Nichts, was Sie getan haben, kommt dem Schaden nahe, den die Cat angerichtet haben. Und wo wir gerade von den Cat sprechen, ich wünschte, wir wüssten mehr darüber, wie Ihre Invasion begann. Wir selbst haben leider keine Aufzeichnung über den Erstkontakt, aber die Cat müssten ihn dokumentiert haben. Wo könnten diese Informationen zu finden sein? Die Cat sind ein militärisches Volk. Sie müssen Logs angelegt haben. Möglicherweise kann man ja in ihrer Basis auf Vault darauf zurückgreifen. Müssen wir mal schauen. Es ist kühn, sich ihr zu nähern. Aber sollten Sie zufällig einmal dort sein, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie sich ein wenig umsehen können. Ja, das wird gemacht. Wieso haben die Angara keine Aufzeichnungen über den Erstkontakt mit den Cat? Weil uns diejenigen, die ihn erlebt haben, nichts darüber erzählen können. Oh. Entweder tot oder verschwunden. Es gibt lediglich Geschichten, Gerüchte. Aber was wirklich passiert ist, weiß niemand. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihre Arbeit. Natürlich. Sie müssen gehen. Ich hoffe, wir können uns in weniger unruhigen Zeiten noch einmal unterhalten. Natürlich. Ich würde gerne mehr über Ihre Leute erfahren. Das kriegen wir bestimmt hin. Gut.
Was haben wir als nächstes? Den Schwobo haben wir noch. Schwobo. Ist aber Die irgendwie. Temperatur sinkt, Pathfinder. Da drüben? Hä? Haut das hin? Hey, da. Ich wollte gerade sagen, das ist. Ich weiß doch, wo ich hin will. Schauen wir uns gleich mal das Auto. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Ja, danke. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Dann reden wir hier mit ihm. Du hattest Umgebende was zu sagen, oder? Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Nee, da unten. Du, Ich ihr habt kriege immer wir. noch jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich einen von Ihnen unter dem Eis entdecke. Ich wünschte nur, wir könnten Ihren Gesang hören. Die Aufnahmen sind wunderschön. Aber ich wette, in Realität ist er einfach atemberaubend. Worum geht's hier? Sind Sie hier, um die Jevara zu beobachten? Was sind die Jevara? Wenn Sie über den gefrorenen See laufen, können Sie sie unter dem Eis sehen. Sie leben seit Jahrtausenden auf Wold. Die Geschichten über die Jevara sind die einzigen angaranischen Volksmärchen, die die Geißel überdauert haben. Sie sind wunderschöne, intelligente Geschöpfe. Die engste Verbindung zu unserer Vergangenheit. Und jetzt werden Ihre Leute Sie jagen, bis auch der letzte von Ihnen tot ist. Okay. Sollte ich vielleicht etwas wissen? Seit Ihre Gesetzlosen auf Wold gelandet sind, um hier zu jagen, haben Sie schon 2 Dutzend Jevara getötet. Wir What? haben nicht die Ressourcen, um diese Wilderer aufzuspüren. Und der Widerstand hat auch so schon genug zu tun. Unsere Wenn das so Gesetzlosen. weitergeht, wird unsere einzige Verbindung zu unserer Geschichte für alle Zeiten verschwinden. Ryder, Sie müssen diese Jäger aufhalten. Die Jevara sind für die angaranische Kultur von entscheidender Bedeutung. Okay. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihnen zu helfen. Ich würde Sie gerne begleiten, Ryder. Sie sagten, es gäbe bei Ihnen Volksmärchen über die Jevara. Ja, aus irgendeinem Grund sind die Geschichten über die Jevara die einzigen, die die Geißel überdauert haben. Die meisten von ihnen drehen sich um dasselbe Thema. Ein Lied der Jevara, das so schön ist, dass es die Sonne hervorlocken kann Oh. und die Sterne enthüllt. Das sind natürlich nur Legenden. Aber wenn man seine gesamte Geschichte verloren hat, sind Legenden nun mal kostbar. Ich verstehe, warum Ihnen die Jevara so wichtig sind. Bei dem Nicht nur Wetter? uns, sondern Ja. allen Angara. Sie sind ein Symbol für das, was uns die Geißel genommen hat. Wir dürfen sie nicht verlieren. Ich schau, was ich tun kann. Erzählen Sie mir mehr über die Jevara. Sie sind beeindruckende Geschöpfe, die sich durch komplexe Lieder verständigen. Vor langer Zeit konnten wir diese Lieder selbst hören. Aber die Geißel hat die Jevara unter dem Eis eingeschlossen. Deshalb müssen wir uns jetzt mit verrauschten Aufnahmen begnügen. Wie können Sie unter dem Eis überleben? Das weiß niemand. Wir widmen unser Leben dem Studium dieser Geschöpfe, konnten aber bisher noch keine Erklärung finden. Sie sind von Nahrung und Sauerstoff abgeschnitten und schaffen es dennoch zu überleben. Meine Kollegin hier vertritt die Theorie, dass sie möglicherweise Relikte sind. Das könnte Aber wir haben sein. natürlich keine Möglichkeit, diese Theorie zu bestätigen. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihre Arbeit. Ishare. Unter dem Eis. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Dem werden wir uns mal zuwenden. Mal schauen wir erstmal kurz hier nach. So, wir sind jetzt hier. Ich muss irgendwie hochkommen. Das ist am besten wahrscheinlich möglich, indem ich hier lang, da lang und dann hier den Berg hoch. Das machen wir später. Da will ich jetzt hin. Die Jevara? Ich sehe keine. Auf geht's!
Das sieht nach CatTech aus. Monolith aktiviert. Ich bin gerade überfordert. Was ist hier los? Achso. Zeig dich! Okay, ich glaube, ich sollte hier vielleicht hoch. Hi! Weggebrutzelt. Wer bist du? Schön in den Kopf, nein. Okay. In diesem Lager ist angaranische Technologie zu finden. Okay. Mit Hilfe ihres Scanners könnte ich Ihnen nähere Informationen liefern. Ich bin auf dem Weg. Diese Wanze sollte den Widerstand mit Informationen über die Kett versorgen, aber die Verbindung ist abgebrochen. Warum? Ist es ein technisches Problem? Unbekannt. Wenn Sie weitere Wanzen scannen, kann ich das Problem aber möglicherweise lokalisieren. Okay. Noch eine Sisyphus-Arbeit. So, hier ist sonst nichts weiter. Hier ist ein Behälter, den nehmen wir noch mit. Alles. Cat Berufener. Ja, so viel dazu. Wo ist mein Auto hin? Da drüben. Es ist schon leicht eingeschneit. Ich wollte tatsächlich hierher. So. Kann ich das auf jeden Fall eindeutiger identifizieren, wo ich hin wollte? Moment, dass ich hier lang muss, das ist ja dann klar. Ah! Schön mit Booster. Mal, dass hier nichts auftaucht. Tag, liebe Leute. Eines erledigt. Bleiben noch zwei. Was hat er gerade gemeckert? Catbestie in der Nähe. Das ist ein Hinterhalt. Sehr schön. Vermutlich mit jemandem gerechnet, der verletzt ist oder im Sterben liegt. Das ist einfach nur mies. Ja, deswegen sollten wir sie vernichten. Alle. Jetzt. Dumme Schweine. Gut, hier haben wir sonst nichts weiter. Kurzer Blick auf die Karte. Was ist das? Erinnerungs. Ja, das holen wir uns auch noch, wenn es eh schon auf dem Weg ist. Wenn wir gerade da sind. Können wir uns den auch schnell holen. Wo müssen wir hin? Sollte ich die Nomad verlangsamen holen? Ist ja Quatsch. Hier. Ja. Ich komme. Sam, noch
eine Erinnerungsbenachrichtigung? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der... Okay. Hier ist ein Unbekannt. Was ist das? Das verlorene Lied? Die Wilderer verfolgen. Okay. Geradeaus. Ist sowieso schon irgendwas. Da kommen Sie. Mach's gut, ihr Trottel. Ja, die Wilderer. Bin ich jetzt auf dem... Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Transportieren Energie über große Entfernungen. Hier ist eine Höhle. Eine Höhle. Eine Höhle. Und hier gibt es Iridium. Ich bin zwar nicht richtig, aber hier gibt es Iridium. Gut, hier gibt es sonst nichts. Schade. So, einmal raus. Können wir diese Relais scannen? Doch, können wir. Also, Energiepylon, okay. Lange Schnur. Schnur. So. Ah. Von diesen Asari-Elite-Soldatinnen hört man ja alles Mögliche. Erzähl ruhig weiter. Erzähl ruhig weiter. Asari-Elite-Soldatinnen, ja? Bin gespannt. Ach, da auch. Wo sind die denn noch? Hört man oder sieht man in billigen Action-Videos? Egal, jedenfalls. Diese Jägerinnen jagen, sie sabotieren, sie führen Attentate aus. Alles offiziell sanktioniert. Und das fanden Sie in Ordnung? Ja, fanatische Citadel-Gegner eliminieren oder das Krisenteam später das Blut aufwischen lassen? Da hat man nicht wirklich die Wahl.